Es ist ein wunderschöner Tag, um wieder mit meinem Drachen etwas spielen zu gehen. Hey, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon's Prophet. Wir waren auf dem Weg jetzt mit unserem Drachen, weil ich will das ausprobieren, wie der Drache hier was ändern muss. Wir hatten uns ja letztes Mal einen Drachen gekauft, also vorhin. Ich habe ja nur eine kurze Aufnahmepause zwischendurch gemacht. Käfer-Collagen da. Ja, da draußen sammeln wir das echt auf, cool. Ich hatte mich zwischendurch ja mal drüber informiert, wie das denn nun aussieht. Oh, was haben wir denn hier? Klicke zum Einsammeln. Erweitertes Starterpaket bietet sich beim Aufnehmen. Hat man Erfolg, glaube ich, schon mal. Was haben wir hier? Stärkungskristall. Mit Drache macht irgendeinen Spaß. Okay. Dann geht's weiter. Wir müssen... Sammelt der Drache auch sowas auf hier? Ne, sammelt er noch nicht auf, okay? Na gut. Ich hätte mehrmals machen können. Egal, komm. Jetzt haben wir hier natürlich eine ganze Menge neue Quests. Ich bin aber auch bekloppt, oder? Ich will die Quest hier doch gar nicht machen. Ich will doch die Quest da hinten erstmal fertig machen. Ich bin also blöde. Ich bin einfach losgerannt, weil ich... Oh, neues Quest. Und ich weiß, was zu tun ist. Oh mein Gott. Weißt du wie? Deswegen bin ich einfach losgerannt. Ja, kommt mal her. Yeah! Bam, bam. Oder sag halt, das hat alles schön auf. Das ist auch sehr schön. Ja, so, ein bisschen Schaden machen. Endmove. Nee, leider nicht. Endmove. Bam. So, okay. Dann legen wir mal die Gesetzlosenkleidung an. Benutze zum Rechtsklicken. Oh, funktioniert es gerade nicht, während er uns angreift. Okay. Ah. Gesetzlos. Ja, auch cool, so ein Räuberkind zu sein und als Räuber so durch die Welt zu streifen. Hätte auch was. Wo müssen wir denn hin? Stahlarm Slayton. Wer seid ihr? Ich habe euch noch nie zuvor gesehen. Wie könnt ihr es wagen, hier reinzuschleichen? Hm? Ihr habt ja einen Brief für mich. Hm, interessant. Zeigt ihn mir. Was habt ihr denn da? Ein Brief von Gareth Eisenfaust, der Kerl, der seinen Kameraden im Stich gelassen hat, um eine dunkle Vergangenheit hinter sich zu lassen? Hat endlich begriffen, dass Wiedergutmachung bedeutet? Welche Überraschung. Ihr. Ja, ihr, der ihr mir diesen Brief gebracht habt. Ich muss eine Weile darüber nachdenken, wie ich die Einladung meines alten Freundes antworten soll. Wartet beim Tor auf mich. Ein Schläger wie ich begleitet seine Gäste nicht nach draußen, wie diese Adeligen. Geht. Ich bin froh, dass er uns nicht über... Was macht der Drache hier auf dem Tisch? Ich bin froh, dass er sich zusammengeschlagen hat, ja. Sexy Hexi kommt! Ihr glaubt, ihr kümmert euch in eurem Brief, gesetzlosen Killer. War das alles? Hm.
So, ich einfach mal von den mit den Killern hier angegriffen. Die sich einbilden. Und ja, so. Hab ich dich. So. Komm her, los. Los, los, los. Komm her, komm her, komm her. Tja, was machst du jetzt, hä? Und den hier. Drauf da. Und du auch noch. Geht ja ganz einfach, was wir da haben. So, was damit mein Drache also auch nicht auf. Leinfetzen halten. Ja, dann wollen wir mal hier mal ein bisschen plündern. Wir wollen ja noch ein paar neue Dinger lernen. Und ich habe mich jetzt mal informiert über das Spiel, so die Meinungen in Foren zu diesem Spiel. Und es wurde halt wirklich sehr viel gesagt, dass das Spiel doch recht unausgeglichen sein soll, dass viel Geld bezahlt werden soll, dass man hier niemals irgendwie was ohne Geld erreichen könnte. Was ist das denn? Wow, 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 beruhigt euch. Wow, 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 wow. Okay, okay, okay. Item existiert nicht, na super. Oh mein Gott, was mache ich jetzt, ne? Ich will echt mein Leben regenerieren lassen, das geht aber nicht. Leben, regenerier dich! Ich habe keinen Drang, ich bin so behindert. Okay, ein paar habe ich bekommen. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Ich habe jetzt den großen Angriff gemacht und dadurch hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Ah, wie ärgerlich. Während des zweiten Drachenkrieges nutzten. Egal. So. Jetzt will ich mal gucken, was das für ein Ei da hinten war. Wo ist mein Drache? Oh. Was war denn das hier für ein Ei gerade? Oh, mein kleiner Drache, der ist so süß. Geh mal hierher ganz kurz. Ich bin nicht überrascht, dass er euch in einen Hinterhalt gelockt hat. Jemand anderer wäre mit Sicherheit an Ort und Stelle gestorben, wäre er stattdessen nicht auf euch getroffen. So eine skrupellose Reaktion ist genau sein Stil. Ich denke, die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Stalan Slayton war einst ein erfahrener Söldner. Er ist berüchtigt dafür, besonders skrupellos und gerissen zu sein. Und jetzt ist er ein Bandenchef. Haha, es ist mir egal, ob er Banditen oder Gesetzlose anführt. Wir werden ihn einen Streich und eine Rechnung durch seine Rechnung machen. Heute hat sein Stündchen geschlagen, Narymer. Ich verlasse mich auf euch. Ja klar, du, der große, starke Mann, schickt die Frau wieder vor. Weil ja, ein Typ, ey, ohne Spaß. Mensch. Ich helfe dir doch. Hallo? Bitte gebt mir diesen Trank, Suche. Gebt mir das Gewebe. Entschuldigung, ich muss hier mal über euren Köpfen einen Hund zerschlagen. Tut mir echt leid.
bitte gebt mir diesen Tragen. Müssen wir nochmal von vorne anfangen, weil der dumme Wolf wieder vorbeikam. Hä? Na gut, okay. Dann kloppen wir jetzt mal die Gesetzlosen hier down. So, Drache natürlich kommt mit. So, hier an. Boah, Alter, mit zwei Drachen, das sieht so geil aus. Rein da! Na Jungs, wie sieht's aus? Stress? Bam in your face! Ja, kurz das Gesetzlosenlager hier aufräumen. Wo ist denn Slayton, die alte Ratte? Nanu? Anscheinend nicht hier. Aber ich sehe gerade, da ist Holz, das nehme ich mal mit. Auf da mit zwei Drachen. Geht das ziemlich schnell. So, sieht voll episch aus mit so zwei Drachen an seiner Seite. Ja, süß. Bitte Ei kraulen. Okay. Boah, ist das denn? Wir müssen ganz kurz mal mein Mikrofon absetzen. Ich habe heute schon so viel gestreamt und so einen Spaß, dass mir die Ohren schon ganz wehtun. Deswegen setze ich mal ganz mal ab, aber es ist euch ja eh nicht. Ich gehe mal ein bisschen weg, da können die sich hier um das hier kümmern. Wir haben jetzt folgende Quest. Geht zum Kotterpass. Slayton. Stardam Slayton, wieso kriegen wir den nicht down? Der muss doch hier in der Festung sein. Jetzt ist er da. Also doch. Rauf, 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 immer schön. Rauf, 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 immer schön. Rauf, rauf, rauf. Immer schön rauf. Immer schön rauf, 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 rauf. So. Ging doch gut. Durchsuchen und zurück. Immer schöne Treff, 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 Treff. Ja, kommt du auch noch. Starker Mann hier. Na, willst du deine Muskeln mal zeigen, Süßer? Komm her, los. Oh, wo warst du schon? Schade, schade, schade. Die Männer heutzutage sind auch nicht mehr das, was sie immer waren. Was? So, sehr schön. Auch bekommen. Und dann machen wir auf. Dick zu Eisenforce Gardung und zu sagen, was wir haben gemacht. Ich habe auch Mitleid mit Stahlarm Slayton. Ich habe euch nicht erzählt, was wir einmal zusammengearbeitet haben, als wir jünger waren. Gestern Freund, heute Feind. Ich fühle mich seinetwegen schlecht. Doch da er den Weg des Unrechts eingeschlagen hat, wird es ein Schicksal ins Auge blicken müssen. Ja, das kennt meine Gespräche.
Alter, hast du ein Problem oder was, dein Ding hier? Zwei starke Männer hinter mir. Guck dir mal die Muskeln von dem Typen an. Und ich brauche hier 5 Schläge, weil wir wozu die ein halbes Jahr brauchen. Eieieiei. Okay, da haben wir wieder ein Quest erfüllt. Ich habe gesehen, dass da hinten noch Quests waren, die wir noch nicht gemacht haben. Deswegen gehe ich nochmal kurz zurück und hole mir nochmal die Quests. Wir wollen ja auch nichts übereilen. Wir haben ja Zeit im Let's Play. Quest-Schaden haben 15 XP erhalten. Wie sieht's denn eigentlich mit der XP-Kugel aus? C. Die hat schon 11.000 von 50.000 XP. Ich habe gedacht, das sind schon mehr, aber ist auch nicht verkehrt. So. Hier habe ich noch ein Quest bei einem Fischer. Zit Silverclaw. What can I do for you? Ich habe mich in diesem Gebiet umgehört, aber trotzdem nichts Neues über Afea herausgefunden. Es sieht so aus, als müsste ich zu anderen Mitteln greifen. Es war nicht leicht, hierher zu kommen und endlich voranzukommen, deswegen werde ich mir diese Chance nicht entgehen lassen. Wir können auf verschiedene Arten und Weisen vorgehen, aber es ist nicht leicht, den legendären Drachen zu folgen. Am Westufer des Grenzsees gibt es ein Gras, das sich Seidenwebergras nennt. Wenn es in Alchemie behandelt wird, kann man damit Dinge finden. Ich bleibe hier und suche die Ausrüstung, die vor dem Vorgang zusammen. Okay, wir müssen also rüber. Ich habe leider keinen Wasserdrachen. Und keinen Flugdrachen. Deswegen müssen wir leider schwimmen. Oder wir machen es wie Jesus. Jesus! I'm Jesus! I'm Jesus! Yeah, Bitches! Ich bin Jesus, die Wassernymphe! Oh yeah! Jesus! 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 Wir können übrigens auch untertauchen, was ich sehr geil in dem Spiel finde. Ohne Atemprobleme zu bekommen. Seht ihr mal, und die Unterwasserwelt, ich finde das mega genial. Klack. Ah, das haben sie echt geil gemacht, dass man hier auch untertauchen kann, so in dem Spiel drinne. Wenn sie noch ein paar Fische oder sowas reinzimmern würden, wäre es noch epischer. Aber ansonsten sieht es hier schon wieder geil aus. Wo muss ich überhaupt hin? Darüber. Ah, Wimbauer. So, Flo, bist du eigentlich wieder da? Noch nicht? Ich bin nämlich mit jemandem zusammen im CS, mit dem Flo, den kennt er ja schon mittlerweile. Der ist noch, keine Ahnung, was er macht. Irgendwas macht er. So, dann komm mal. Ich finde das so geil hier unter Wasser, ohne Spaß. Bei welchem Spiel kannst du unter Wasser dich hinstellen? Weil wie das geil ist, dass der Drache unter Wasser fliegt. Oh, ein Dornschuppenwasser nachher. Wie ging's? Wie ging's? Wie ging's? Wie ging's? Wie ging's? Hua! Das Drachengehege ist voll, ihr könnt halt keine neuen Drachen zählen. Restbodenhändler, der mysteriöse Restbodenhändler ist aufgetaucht. Kleinen Moment, CB... L... Kostet euch einmal Drachengehege-Erweiterung. Ah, ich hab noch so ein Ding. Ist ja geil. Sekundär das Passwort eingeben. Da mache ich mal kurz das Let's Play aus.